So, Schlafsack, wer weiß, wie lange wir brauchen. So können wir nochmal die Nacht überbrücken. Herr Neufeld, Sie stehen im Bild. Oh, Entschuldigung. Boah, fett. Einfach nur geil. Servus und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Das ist der zweite Teil der Reihe der Office-Umgestaltung. Wir sind hier in einem Architekturbüro, machen das Ganze einmal modern. Im letzten Video haben wir die Besenstrich-Technik gemacht. Schaut da gerne auch vorbei. Was ein geiler Effekt. Heute geht es an die Betonoptik. Das ist hier die Rückwand und ich habe auch wieder Hilfe mit am Start. Das ist der Dennis, besser bekannt als Dennis in Action. Schön, dass du da bist. Danke, Andi. Eine Ehre. Genau, wir machen nicht nur die Wand, wir machen auch noch das Mittelstück im Flur, wo noch ein kleines Highlight auf die Wand kommt. Und Dennis, dazu hast du was mitgebracht. Dankeschön. Alicia hat wieder Gas gegeben und hat das Logo von Neufeld und Neufeld Architekten. Genau, das sind meine Cousins, das ist deren Büro und das machen wir einmal schön und das Logo kommt da auf die Betonoptik. Darauf freue ich mich nochmal ganz besonders. Frag mich. So, ich würde sagen, wir legen los. Hast du Bock? Frag mich, wirklich. Vollgas. Die Betonoptik, die kann man auch bei mir im Onlineshop farben-profi.de erwerben. Dazu gibt es auch ein Werkzeugpaket, wo alles drin ist, was ihr für die Betonoptik braucht. Ihr müsst euch vorher keine Gedanken machen, müsst nicht irgendwie fünfmal in den Baumarkt fahren. Ihr habt hier von der Zahntraufel, wo ihr das Material aufzieht, ihr habt einen Stuckateurspachtel, eine Sprühflasche, wo ihr die Folien benetzt, eine Wanne, wo ihr die Grundierung einfüllen könnt, alles, was ihr braucht. Sogar Abdeckmaterial. Sogar Abdeckmaterial. An alles. Wer ist ein Wandprofi? Als erstes werden wir grundieren. Das machen wir jetzt nicht mit der kleinen Wanne, weil wir jetzt ein bisschen mehr Fläche haben. Das füllen wir dann in den Eimer und dann geht's los. So, ich werde jetzt mit euch gemeinsam das Material anrühren. Wir haben hier 10 Kilo Säcke und die Säcke, die kommen so in den Eimern drin, damit ihr auch saubere Eimer habt, wo ihr das Material anrühren könnt. Auf einen Sack nehme ich, je nachdem, ob ich mehr oder weniger Glanz haben möchte, mit 3,3 bis 3,4 Liter mehr Wasser, mehr Glanz. Hier habe ich jetzt immer 3,3 Liter Wasser mir schon in den Eimer abgefüllt mit dem Messbecher. Und ja, das werde ich mir jetzt anrühren. Wenn ihr das Material bestellt, habt ihr auch immer noch so eine Anleitung mit dabei, wo alles Schritt für Schritt erklärt ist, sodass ihr am Ende keine Fehler macht. So, ihr rührt das Material so lange durch, bis ihr wirklich klumpenfreies Material habt. Und von der Konsistenz, das sollte so sein, dass es so am Spachtel kleben bleibt und nicht direkt runterfällt. Wenn ihr euch da aber an die Maßgaben hält, dann habt ihr das auf jeden Fall auch. So, eine Sache, die ich grundsätzlich empfehlen würde, ist, wenn man zu zweit arbeitet, würde ich sagen, dass einer das Material aufzieht, der andere nachglättet. Weil umso mehr Druck ihr ausübt, hinterlasst ihr eure Handschrift. Ja? Und wenn man die ganze Zeit wechselt, dann sieht es am Ende auch unterschiedlich aus. Und es soll ja schon möglichst gleichmäßig homogen am Ende wirken. Dieses Video wird gesponsert vom Architekturbüro Neufeld und der Name kommt nicht von irgendwoher. Das sind meine beiden geschätzten Cousins. Wenn ihr jemanden sucht, der für euch die perfekte Lösung findet, für euch die Extrameile geht, dann kann ich die beiden hier empfehlen. Die sind unkompliziert in der Kommunikation und helfen euch von Anfang bis Ende. Amen. Yeah.
So, die Folien waren jetzt über Nacht drauf. Jetzt kommt der beste Moment an der Betonoptik. Ich glaube, Dennis, da würdest du mir zustimmen. Ich liebe ihn. Ich liebe ihn auch. Und jetzt kommen die Folien runter. Und Dennis, ich lass dir mal den Vortritt. Und wir schauen uns mal das Ergebnis an. I love it. I love it. Also einen schönen leichten Glanz in der Oberfläche. Und Überlappung. Ja, wir haben die Folien diesmal überlappt. Habe ich bisher noch in keinem anderen Video gezeigt. Das macht ganz dezente. Mal hier. Bam. Das macht ganz dezente Fugen. Guck dir das doch mal an. Gut. Was ein Glanz. Pervers, pervers. Sauer authentisch. Ich liebe es. Guck mal, was eine tolle, feine Fuge. Ja. Okay. Andi, das ist so authentisch. Das ist wirklich so authentisch. Durch das Wasser einsprühen, da und ja. Da, ja, ja, hat das auch so diese Wolkigkeit. Und das liebe ich, muss ich ehrlich sagen. Wie dieser Film, mein Beton, wie heißt der? Genau, Sinterschicht. Sinterschicht. Ja. Ja, ja. Weil das hier, das ist, macht nicht, hat nicht jeder Hersteller. So dieses Wolkige. Weißt du, ja, was ich meine? Ja, ja, ja. Fett. Das sieht sehr authentisch aus. Tolles Produkt, muss ich schon sagen. Wirklich sehr, sehr nice. Auch mal was ganz anderes da. Wirklich noch nie so gesehen. Das Wolkige. Klar, es ist noch ein bisschen im Trocknungsprozess, ja, ja, aber das Wilde, pervers. Das hier, das sind diese ganz krassen, liebe ich auch, wenn mal ein, zwei drin sind. Aber nicht so viel. Ne? Genau, not too much. So, wir kommen jetzt zu unserem Betonoptik-Highlight und zwar geht es jetzt an die Schablone und dazu habe ich natürlich Hilfe mit am Start, das ist die Alicia. Schön, dass du da bist. Danke, dass ich dabei sein darf. Du bist die Designerin im Kollektivwerk. Genau. Genau, also der Kopf hinter dem Ganzen und wir wollen hier das Firmenlogo an der Wand haben und worauf müssen wir jetzt achten? Vielleicht erklärst du es kurz. Genau, ist eigentlich ganz easy. Wir haben die Schablone, wir haben uns hier den Mittelpunkt schon orientiert. Wir heften die jetzt gleich einfach ganz locker hier an die Wand, oben ein bisschen mit Klebeband. Jawohl. Und dann starten wir direkt schon mal damit, würde ich sagen. Ja, ja. Den Laser habe ich hier schon aufgebaut, auch schon auf die richtige Höhe ausgerichtet, dass wir da auch im Wasser sind. Richtig. Also ihr macht ja auch deutlich größere Schablonen, ja, hier. Bis zu welchem Maß könnt ihr das umsetzen? Da ist fast kein Limit. Wir arbeiten mit Schablonenblättern, mhm, und dann kann man die Motive eben auf Wunschgröße, auf beliebig viele Schablonen aufteilen. Man klebt die mit Malerband locker zusammen und man sieht tatsächlich auch danach beim Spachteln keinerlei Übergänge. Okay, cool. Also Kreativität keine Grenzen gesetzt. Ja, sehr schön. So, es geht weiter. Wir spachteln hiermit mit dem Schwäbchen, ganz klein. Wir nehmen uns ein bisschen Material. Ja. So, kleiner Trick, wir haben hier eh unser Werkzeug schon in der Hand. Man kann so ein bisschen an die Schablone und dann hat man so ein bisschen Druck drauf. So. Wir arbeiten jetzt auch mit dem gleichen Material, was wir vorher schon verarbeitet haben. Das heißt Ton in Ton, nur halt der Glanzgrad wird ein anderer sein, weil wir nicht mit der Folie arbeiten. Man kann immer so ein bisschen drauf achten. Hier ist jetzt eine schöne gerade Linie, wenn man Rundungen hat, dass man immer von quasi der Schablonenkante in die Öffnung reinstreicht, damit da nichts unterläuft. So, wir sind schon durch. Man kann am Ende noch mal kontrollieren, ob man alles getroffen hat. Hier ist noch ein kleiner Punkt. So. Und jetzt das Spannende. Viele denken, man muss es trocknen lassen. Wir ziehen das direkt ab. Okay. Im feuchten Zustand. So. Jetzt kannst du es hier an so zwei Ecken nehmen und dann einfach in einem direkt runter.
und fertig. Nice. Sehr nice. Gefällt mir. Mega. Haben wir gut gemacht. Vielen Dank. Willst du auch mal weiter? Genau, jetzt weiß ich, was du meinst. Ja, ne? Dieses. Thomas, die letzten beiden noch so. Wow! Weil du heute Geburtstag hast. Genau, Modus. So ein Pflaster abziehen. So, die Betonoptik ist fertig in diesem Video und ich bin echt begeistert. Meinen Kunden gefällt es auch. Die Architekten, die sind super happy mit dem und es passt einfach perfekt in dieses Bürokonzept. Wenn ihr auch Interesse habt an der Betonoptik, ihr wollt es kaufen, selber verarbeiten, dann schaut bei mir im Onlineshop vorbei. Wenn ihr vielleicht einfach die Leistung kaufen wollt, dass ich vorbeikomme, das bei euch macht, dann meldet euch direkt bei mir über meine Homepage, Link in der Videobeschreibung oder über die Social Media Kanäle. Dann mache ich euch auch gerne ein Angebot. Wenn ihr die weiteren Videos und vor allem hier das fertige Ergebnis, das fertige Büro nicht verpassen wollt, abonniert den Kanal und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut, ciao, Kakao.